Hallo, hier bei Justins Wetter zur morgendlichen Wettervorsage. In diesem Video schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Wetter an Weihnachten und zum neuen Jahr oder zum Jahreswechsel. Und da wird so ziemlich spannend werden, vor allem Sachen in Kaltlufteinbrüchen. Schauen wir jetzt als allererstes mal auf den Heiligabend, auf die Wetterlage. Und dann hätten wir eine Nord-Nordwest-Strömung mit kühler Luft, die dann Deutschland fluten würde. Mit einem starken Tief Richtung Skandinavien würde das Ganze dann, oder die ganze kühle Luft, dann zu uns nach Deutschland geführt werden. Und dazu müssen wir uns mal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe anschauen. Und da sehen wir noch deutlich, dass wir bei uns in Deutschland Temperaturen in 1500 Metern Höhe am 24. Dezember vom meist 0 bis minus 7, minus 8 Grad haben, und Richtung Skandinavien hätten wir dann doch deutlich kältere Temperaturen in 1500 Meter. Schauen wir uns dann das Wetter an Weihnachten mal ein bisschen genau an, was da aktuell berechnet wird. An Heiligabend wird es nach jetzigem Stand eher trocken bleiben und der Niederschlag würde dann erst am ersten Weihnachtstag aufkommen. Hier hätten wir jetzt im äußersten Nordosten ein paar Schneeschauer an Heiligabend. Dann wird es doch spannend. Vor allem Richtung 25. Dezember nach dem jetzigen Stand hätten wir es im Westen eher mit Regen zu tun. Im Osten hätten wir teilweise kräftigen Schneefall, der da aktuell berechnet wird. Und da wäre doch sehr viel Spannung drin. Und das ist doch das Spannende dieses Jahr an Weihnachten. Dieses Jahr an Weihnachten, hier ist doch alles möglich. Schauen wir dann auf den zweiten Weihnachtstag am 26. Dezember also. Und da hätten wir dann im Süden auch eher Regen. In den höheren Lagen wäre auch Schnee dabei und auf der Nordseite generell. Also Richtung Alpenregen, auf der Nordseite dieses Niederschlagsgebiet Schnee, sowie in den Mittelgebirgen und in Alpen gäbe es Schnee. Schauen wir als nächstes auf den Jahreswechsel. Da wird es dann noch spannender werden. Und da hätten wir dann ein Tief Richtung Grenze Polen und dann würde kalte Luft aus Norden hier Deutschland strömen und da hätten wir dann noch extrem kalte Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die milde Luft wäre erstmal etwas weiter weg. Schauen wir auch hier auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die da aktuell berechnet werden. Da sehen wir doch in Deutschland verbreitet minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe, vielleicht auch mehr, mal minus 11, minus 12 Grad in 1500 Metern Höhe. Und wenn wir nach Norden schauen, hier doch örtlich minus 15 bis minus 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das ist doch schon ziemlich, ziemlich kalt. Schauen wir dann jetzt auf das Wetter, das da berechnet wird, in der Nacht, also im Neujahr, also in der Nacht vom 31. auf den 1. Januar. Und da sehen wir doch hier teilweise kräftige Schneefälle mit einer Front, die es dann einmal in NRW in Brandenburg geben würde. Und hier könnte dann noch einiges an Schnee vom Himmel kommen. Und wenn wir uns die Schneehöhen da anschauen, sehen wir doch ganz, ganz gut, dass wir dann verbreitet Schneehöhen zwischen einem und 10 Zentimetern örtlich bis ins Flachland hätten. Und das ist doch ziemlich spannend. Und das müssen wir alles auch noch mal ein bisschen abwarten. In den Alpen hätten wir auch Schnee, teilweise über einen Meter. Schauen wir dann jetzt noch zum Schluss oder fast zum Schluss auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Da sehen wir doch hier im Westen eher unterdurchschnittliche Werte. Da haben wir einen sehr, sehr kalten Cluster, der mit dabei ist. Also das ist die Mehrheit der Läufe, die eher bei kalten Temperaturen ist. Und eine Minderung oder ein minderer Teil hätte erst das Ganze dann doch eher im Teil. Und dazu hätten wir dann doch einige Niederschlagssignale. Mal als Regen, mal als Schnee, um Weihnachten eher als Schnee. Schauen wir uns das Ganze im Osten an, auch hier das gleiche, eher unterdurchschnittliche Werte. Und hier ist auch der Großteil der Läufe eher zu kalt. Und ein kleiner Teil der Läufe um Weihnachten würden dann doch etwas mildere Temperaturen berechnen. Und zum Ende ist wieder alles offen. Ein paar Läufe sind oben mit dabei, ein paar unten mit dabei. Jetzt müssen wir uns zum Schluss noch was anschauen. Und zwar die Mainz-Tunnelwinde in 10 Hektopascal. Und da sehen wir doch gut, dass wir hier für ein Arctic-Outbreak die Nullergrenze brauchen. Hier mit diesem Strich. Und da sind dann doch mittlerweile einige Läufe dabei im Vergleich zum gestrigen Video. Da hatten wir uns das Ganze ja auch schon mal angeschaut. Da waren die Tunnelwinde noch etwas weiter oben angeordnet, bei um die 15 Grad angeordnet. Jetzt sind wir dann doch schon mit mehreren Läufen dabei, die Nullergrenze berechnen aktuell.
Da ist auch viel Potenzial und viel, ja, Spannung mit dabei. Und da gibt es noch große Unsicherheiten, wann und wo es schneien wird und ob es überhaupt schneien wird. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.